Ja, servus Leute, zurück mit einem neuen Tutorial aus der OpenHub 3 Videoreihe. Und zwar geht es heute um die Pages. Wir hatten ja im letzten Video das Thema Semantic Modell und beide Funktionen gehören mehr oder weniger zusammen. Ich zeige euch einfach, wie ich das Ganze eingestellt habe, wie ich vorgegangen bin mit der Konfiguration und hoffe, dass jeder schöne Pages hinbekommt in den OpenHub 3 System. Bei mir sieht das Ganze jetzt so aus. Ihr bekommt ja, wenn ihr OpenHub installiert, zwei Pages schon mitgeliefert oder die sind vorinstalliert, und zwar ist das Home und das Overview. Meine Übersicht sieht jetzt so aus. Ich habe hier einfach mal das Datum und die Uhrzeit eingebunden, dann verschiedene Wetter-Widgets und hier noch mein Help-Panel vom OpenHub 2.5. Zudem habt ihr hier unten drei verschiedene Reiter, und zwar die Standorte, dann die Geräte und die Eigenschaften. Diese drei Reiter ergeben sich mehr oder weniger aus dem Modell. Wenn wir das Ganze jetzt mal ansehen, mein Modell sieht ja so aus. Als Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal das Bad OG. Und zwar habe ich ja die Location Bad OG kreiert. Dann habe ich hier das Equipment eingefügt. Und unter dem Equipment habe ich ja die zwei Items drinnen. Jetzt gehen wir das Ganze mal durch. Hier Bad OG ist ja die Location. Das ergibt sich dann hier in den Standorten. Das ist hier. Bad OG. Wenn wir reingehen, sind natürlich auch die zwei Items drin unter der Unterkategorie des Equipment Bad OG Heizung. Dann haben wir hier eben das Equipment Bad OG Heizung drin. Das habe ich hier als Semantic Class Radiator Control gemacht. Wenn wir da kurz reingehen, sehen wir ja, die Semantic Class ist Radiator Control, und dann erstellt sich hier in den Geräten drin ein neuer Reiter. Das ist eben bei mir der Reiter Heizkörper. Der heißt normalerweise Radiator Control, aber ich habe den umbenannt. Wo dann natürlich auch die Heizung des Bades drinnen ist. Zudem kreiert sich dann noch ein weiterer Reiter oder ein weiterer Tab unten. Und zwar bekommt ihr den, indem ihr die Items auch noch eine Semantic Class vergeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Heizung ist reingehen, da seht ihr hier, ich habe hier Point Measurement. Gehen wir kurz rein. Also Semantic Class habe ich hier Measurement und Property habe ich hier Temperatur. Und dann ergibt sich hier bei den Eigenschaften auch nochmal ein Reiter, und zwar Temperaturen. Und dann habe ich hier unter Measurement quasi Messungen des Bad OG ist drinnen. Und hier bei dem Sollwert, also den Setpoint, habe ich den Point oder die Semantic Class vergeben, Control. Gehen wir auch kurz rein, das zu zeigen. Hier die Semantic Class Control und Semantic Property ist auch Temperatur. Dann ergibt sich eben hier nochmal eine kleine Unterkategorie, eben Control, also die Bedienung. Und hier ist dann der Heizungs-Setpoint von dem Bad OG. Also wie gesagt, das Modell spiegelt sich eigentlich wieder in der Übersichtsseite. Ihr seht ja hier, ihr habt im Endeffekt drei Ordner, den Standort, die Geräte und hier unten dann die Eigenschaften. So verhält sich das Ganze eben hier in der Übersichtsseite. Ich finde das auch ganz cool, weil man einfach eine super coole Übersicht hat. Also ich nutze meistens hier die Standorte, gehe dann direkt rein eben in das Bad OG und bediene hier die Items. Ihr könnt hier die ganzen Reiter auch noch verändern, und zwar wenn ihr hier auf Bearbeiten geht, dann könnt ihr hier wählen, ob ihr das Modell jeden zeigen wollt, also jeden Nutzer des OpenHub-Systems oder nur den Administrator oder nur einen bestimmten User. Zudem könnt ihr hier oben den Helpbot ausschalten, und zwar hier. Und ihr könnt verschiedene Tabs hier unten verschwinden lassen. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr braucht nur Standorte, dann könnt ihr einfach hier die Geräte und die Eigenschaften ausklammern. Wenn ihr hier einfach raufgeht, gehen wir auf Save, dann müssen wir hier neu laden, und dann sehen wir, dann haben wir nur noch Standorte und Eigenschaften mit drinnen. Aber ich lasse eigentlich alle standardmäßig so stehen, weil das gefällt mir eigentlich recht gut. Zudem könnt ihr hier unten noch die eigentlichen Reiter verschieben. Ich habe ja hier eine andere Konfiguration wie in meinem Modell drinnen. Da geht ihr hier einfach auf Reorder und dann könnt ihr die Reiter einfach verschieben, beziehungsweise die Widget-Labels hier. Außerdem habt ihr hier noch die Möglichkeit, die einzelnen Widgets bzw. die einzelnen Karten zu verändern.
Ihr geht hier einfach auf Configure rauf, dann könnt ihr hier einen Titel vergeben, die Hintergrundfarbe und wie ich hier ein Hintergrundbild. Das geht ganz einfach. Ihr geht hier einfach auf, sucht zum Beispiel nach einem Bild. Jetzt einfach mal nach Garten. Und dann, wenn ihr hier auf ein Bild rauf geht, kopiert ihr hier einfach die Bildadresse, geht wieder zurück in das OpenHub-System rein und kopiert hier die Bildadresse rein. Und dann speichert ihr das. Ich mache das jetzt nicht, weil das ist ja Garten im Büro, das wird nicht passen. Und dann habt ihr in eurer Seite hier ein schönes Bildchen als Hintergrund. Ich biete es auch an in der Kanalmitgliedschaft, dass ihr eure Bilder auf meinen Server speichern könnt. Dann bekommt ihr einen privaten Link und dann könnt ihr eure eigenen Bilder im Endeffekt in diese Karten hier als Hintergrund legen. Ihr könnt natürlich auch eine Homepage kreieren, sage ich mal, oder eine Homepage erstellen und darauf eure Fotos dann speichern. Dann könnt ihr auf diese zugreifen. Im Moment ist es einfach nur möglich, auf einen Link zuzugreifen. Also ihr könnt jetzt nicht auf eurem PC zum Beispiel Bilder speichern und diese dann hier einfügen. Das funktioniert im Moment eigentlich noch nicht. Genau, das war eigentlich die Übersichtsseite. Ich habe hier eben einfach noch meine freie Übersichtsseite, einen schnellen Zugriff, sage ich mal. Wenn ihr hier draufklickt, dann kommt ihr ja hier auf die Übersichtsseite. Aber ich finde die echt cool. Die haben es cool gemacht, die Macher von OpenHub. Da hat man eine schöne Übersicht und am Smartphone sieht es auch ganz cool aus. Also ich habe beim OpenHub 2.4 nutzte ich immer die App, direkt die OpenHub App, aber jetzt gehe ich eigentlich grundsätzlich immer hier drauf. Ich blende die Seitenleiste einfach aus und dann sieht es auch sehr ansprechend aus. Genau, das war es eigentlich mit der Übersichtsseite. Dann habe ich hier auf der linken Menüleiste habe ich noch verschiedene andere Seiten angelegt. Und zwar diese hier, Test zum Beispiel, das nutze ich eigentlich immer als meine Testoberfläche, wo ich verschiedene Widgets ausprobiere. Hier mache ich eben gerade Custom Widgets von einem Wetter-Widget. Dann habe ich hier noch eine Chart-Seite gemacht mit der Außentemperatur und den Heizungen. Hier habe ich noch einen Schnellzugriff, auch einfach zum Testen, um eben zu sehen, wie hier zum Beispiel bei der Heizung verschiedene Widgets, wie wir eben den Setpoint, also die Heizung, bedienen können. Und dann habe ich noch einen kleinen Floorplan hier gemacht. Wie jetzt hier vorgeht, um das Ganze einzustellen, das ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht hier auf Einstellungen, dann hier auf Pages und dann seht ihr hier schon meine ganzen Seiten. Wenn ihr jetzt hier auf das Plus geht, dann seht ihr ja, ihr könnt hier eine Chart, einen Floorplan, eine Map View, Tabbed und Layout und natürlich die Sitemap kreieren. Die Sitemap, da mache ich ein extra Video dazu, da das einfach ein bisschen umfangreicher ist, genauso wie für die Chart-Seite hier. Da muss man noch einiges einstellen, um das dann eben hinzubekommen. Deswegen mache ich hier einfach ein extra Video dazu. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal eine kleine Layout-Seite an und dann eventuell noch eine Tab-Seite. Da klickt ihr einfach auf die Layout-Seite drauf, dann nennen wir das jetzt Test Layout. Dann habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten von der Sidebar und Visibility. Zwar könnt ihr hier einstellen, wer diese Seite betrachten kann. Zudem könnt ihr hier einschalten, dass diese Seite hier abgelegt wird auf dem Seitenmenü. Das kommt immer darauf an, wie ihr die Konfiguration vornehmt. Ich habe zum Beispiel auch viele Seiten, die sind mehr oder weniger unsichtbar, also die kommen hier nicht auf der Seitenleiste vor, da ich die dann in einer anderen Seite verknüpft habe, aber das zeige ich euch dann noch extra. Diese hier legen wir auf jeden Fall hier ab auf dem Menü und dann könnt ihr noch die Reihenfolge des Menüs verändern, also wo sich jetzt eben diese Testlayout befindet. Dann geht ihr hier auf Add Block, dann könnt ihr hier verschiedene Zeilen und verschiedene Spalten hinzufügen. Und da müsst ihr einfach mal durchprobieren. Es kommt immer darauf an, welche Widgets ihr hier einbindet, wie ihr dann schlussendlich die Spalten und die Zeilen und die Spalten anlegt. Ich mache hier jetzt einfach mal drei Spalten und dann legen wir hier einfach mal einen Schalter an. Hier würde ich sagen Slider und auf der rechten Seite machen wir einfach einen, wo ist er denn, ein Roller Shutter. Genau,
jetzt haben wir hier drei Widgets drin. Um diese jetzt zu konfigurieren, geht ihr einfach hier auf das Symbol und dann auf Configure Widget. Dann geht ihr drauf, dann vergeben wir hier einen Titel. Ich mache jetzt einfach mal Bürolicht. Dann könnt ihr noch einen Untertitel vergeben. Hier verknüpft ihr das Item, das ihr bedienen wollt. Hier haben wir es. Und hier unten könnt ihr noch die Farbe wählen, die angezeigt wird, wenn der Schalter angeschaltet ist. Da machen wir jetzt Green. Und dann haben wir jetzt schon unser erstes Widget angelegt. Ihr könnt hier noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel könnt ihr hier die Größe verändern, wie das Ganze dargestellt wird. Zudem könnt ihr das natürlich noch ausschneiden, kopieren oder nach rechts verschieben oder natürlich auch löschen. Wenn ihr jetzt einfach mal ausprobieren wollt, wie die Seite aussehen würde, dann geht ihr hier auf Run Mode. Und dann sehen wir, dass die Seite, die wir gerade noch einstellen, wird hier im Endeffekt im laufenden Betrieb dargestellt. Ich kann jetzt hier auf den Schalter mal anschalten. Und wenn wir den Run Mode ausschalten, dann können wir hier wieder was verändern. Falls ihr dann fertig seid mit der Einstellung und der Einbindung der ganzen Widgets hier, geht ihr einfach auf Save. Und dann sehen wir schon, dass wir auf der linken Seite in dem Menü jetzt eben das Testlayout, die Page angezeigt bekommen. Wenn wir raufgehen, dann kommen wir natürlich hierher. Und dann haben wir die erste Seite schon angelegt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch eine weitere Seite anlegen, und zwar machen wir jetzt einfach mal die Tapped Page, die ist mehr oder weniger gleich mit der Übersichtsseite. Also ihr habt unten einfach die verschiedenen Tabs. Das machen wir jetzt Test Tapped. Dann bei der Visibility habt ihr wieder dieselben Einstellmöglichkeiten wie vorhin. Und hier könnt ihr jetzt verschiedene Tabs adden. Ich mache jetzt einfach mal die erste Seite, machen wir Test Layout. Dann habt ihr hier bei dem Icon verschiedene Möglichkeiten, eben schöne Icons anzulegen. Wenn ihr hier draufklickt, dann kommt ihr auf diese Framework 7 Icons Seite. Ich mache jetzt einfach mal dieses hier rein als Beispiel. Also hier hinter den F7 Doppelpunkt einfach den neuen Namen einfügen und dann müsst ihr hier noch eine Page verknüpfen. Das ist jetzt im Endeffekt der Fall, wo ich vorher beschrieben habe, wo wir manchmal auch Seiten anlegen können, die eben nicht hier auf der linken Seite im Menü auftauchen. Falls ihr eben so eine Tab-Seite verwendet, bietet sich das eigentlich an, dass ihr diese Seiten mehr oder weniger unsichtbar macht und diese dann hier in den Tabs einfach nur verknüpft. Wenn ich jetzt hier das Test-Layout verknüpfe, dann gehen wir hier auf Done, dann gehen wir hier auf Save. Dann, jetzt müssen wir noch kurz an der Seite das Anzeigen im Menü. Dann sehen wir hier ja die Seite, die wir gerade kreiert haben, die Tab-Seite mit den verschiedenen Tabs. Die zwei kann man noch nicht bedienen, weil wir die noch nicht eingebunden haben. Und jetzt könnten wir im Endeffekt einfach die Test-Layout verschwinden lassen. Also wenn wir hier jetzt auf Bearbeiten gehen und dann lassen wir die vom Menü verschwinden, dann ist die trotzdem noch da, da wir sie eben ja hier in den Test-Tab eingebunden haben und ihr könnt hier schön switchen. Jetzt fügen wir da einfach als Beispiel noch eine andere hinzu, dass das besser deutlich wird. Machen wir das Büro und jetzt gehen wir drauf und dann seht ihr hier Test-Layout, Büro und hier könnt ihr natürlich noch eine dritte Seite verknüpfen. Die Einstellungen hier sind jetzt noch nicht hundertprozentig schön gemacht, die habe ich nur einfach mal zum Zeigen hinzugefügt. Und so läuft im Endeffekt die Tab-Seite. Also wie gesagt, das ist fast dieselbe Struktur oder ist dieselbe Struktur wie eben die Startseite hier mit den verschiedenen Reitern, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Also es kommt immer darauf an, ob ihr die Seiten hier einzeln haben wollt oder ob ihr eben ein, zwei Tab-Seiten macht und dann unten eure Räume verknüpft. Wie gesagt, zugegeben habe ich hier noch einen Floorplan gemacht. Diese Seite ist auch ganz einfach. Also wenn ihr diese anlegt, dann bekommt ihr diese Bearbeitungsfunktion hier oben. Das bleibt eigentlich immer alles gleich. Und hier bei der Background Configuration müsst ihr dann im Endeffekt den Floorplan einfügen.
Ich habe den jetzt hier auf meiner Homepage hochgeladen. Das biete ich auch an in der Kanalmitgliedschaft. Ihr könnt im Endeffekt das buchen, dass ihr mir eure Fotos zur Verfügung stellt. Die stelle ich auf meiner Page drauf, auf meinem Server. Bleiben natürlich auch geheim und ihr bekommt dann einen Link. Und dann könnt ihr eure eigenen Fotos in das Open Hub einbinden. Ihr könnt natürlich auch einfach eine Homepage buchen und euch dann die Fotos da drauf laden. Oder ihr lädt euch einfach auf Google irgendwelche Fotos runter und packt die dann mit rein. Ihr braucht im Endeffekt hier einfach nur einen Link. Hier könnt ihr noch die Höhe verändern, also die Breite und die Höhe. Dann könnt ihr das Zoom ausschalten oder nicht. Also hier habt ihr auch einige Einstellmöglichkeiten und ihr müsst dann natürlich noch Marker setzen. Das ist aber auch ganz einfach, also das ist mega, mega easy gemacht. Normalerweise zeigt es dann hier jetzt die Seite an. Gehen wir mal kurz auf Run Mode und dann könnt ihr hier eben den Marker setzen. Der wurde hier gesetzt, dann verschiebt ihr diesen, das ist jetzt der zweite noch. Und dann, wenn ihr draufklickt, jetzt removen wir mal einen, wenn ihr dann draufklickt, zum Beispiel hier Kochfeld, klickt ihr drauf, dann könnt ihr das konfigurieren und könnt eigentlich wie bei den Widgets hier Verknüpfungen erstellen zu den Items und dann habt ihr hier den Marker schön drinnen. Genau, das war es eigentlich soweit mit den Pages. Wie gesagt, ich wollte die Videos einfach ziemlich kurz halten. Ich habe hier auch schon meine Basic UI, meine Sitemap angelegt. Dazu will ich aber noch ein extra Video machen, da wir hier einfach verschiedene Einstellmöglichkeiten haben. Wir können das manuell erstellen, können aber das auch hier drinnen erstellen. Wenn wir kurz mal einen Peek reinmachen, wir können das hier erstellen mit verschiedenen Widgets. Oder wir können das natürlich auch oldschool, so wie es ich eigentlich gewohnt bin, mit der Textfeld machen. Aber wie gesagt, da mache ich ein extra Video dazu. Ich denke, das sollte jetzt eigentlich, die Pages sollten eigentlich klar sein. In den Kommentaren habe ich gelesen, dass es meistens bei den Standorten, Geräten und Eigenschaften Verwirrung gibt, warum das so ist und was das jetzt eigentlich genau ist. Aber ich hoffe, ich habe das so erklärt, dass das verständlich war. Auch die anderen Pages sind ziemlich einfach. Also ich denke mir, ihr solltet das jetzt hinbekommen, dass ihr alle schöne Pages bekommt. Falls ihr Fragen habt, postet einfach in die Kommentare rein. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Wahrscheinlich geht es darin um die Rules. Eventuell auch ein bisschen um die Skripts. Macht es gut. Haut rein. Servus.